45% der Jugendlichen in Österreich haben Angst vor der Zukunft. Diese Studie ist im November 2020 erschienen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben Angst. Wir haben fürchterliche Angst. Was, wenn aus mir nichts wird? Warum sind alle besser als ich? Was stimmt nun bloß nicht mit mir? Sind alltägliche Gedanken eines Teenagers in Österreich. Mich mit eingerechnet. Wie sollen wir von morgen träumen, wenn unsere Träume nicht wahrgenommen werden? You want to be an artist? Oh darling, it's just a phase. You will get over it. Keep studying and become a doctor. Do something useful with your life. You tell us that we can be everything we want, but put our hopes and dreams in a box and throw them away as if they don't matter at all and call them a phase. But I'm telling you, they are not. Viele junge Erwachsene stehen mit dem Gedanken auf, dass sie nicht gut genug sind, weil sie einen Traum haben, der als unbedeutsam von der Gesellschaft angesehen wird. Schrecklich, oder? Ist es nicht schrecklich mit anzusehen, dass ihr Kind eines Tages hören muss, dass es nicht gut genug sei, weil es ein Straßenkünstler anstatt eines Piloten sein möchte? Das ist unsere Welt. Traurig. Es ist traurig mit anzusehen, dass Kinder von klein auf schon geprägt werden, was sie sein sollen, damit sie von der Gesellschaft akzeptiert werden und als erfolgreich gelten. Meine verehrten Damen und Herren, sei es in der Schule oder auf der Arbeit, man fühlt sich fehl am Platz. Gründe dafür wären altes Denken und alte Prinzipien, die heute nicht mehr funktionieren können. Ich möchte mit Ihnen, Ihren Kindern und mit unserer Gesellschaft eine Welt kreieren. Eine Welt, die Ihrem Kind und mir eine Chance gibt, unseren Horizont zu erweitern und uns jeden Tag von einem schöneren Morgen träumen lässt. Wo Ihr Kind und ich keine Angst haben, zu dem zu stehen, was wir sind und sein wollen. I want to live in a world where I do what I want and not what society wants. And I'm sure your child wants to live in the same world which I dream of. Sie sagen uns, wir sollen aus uns was machen, doch schränken uns so ein, dass uns die Hände gebunden sind. Es fühlt sich an, als würden wir ertrinken, obwohl wir nicht mal unter Wasser sind. Liebe Eltern, wir sind Menschen mit Gefühl, Gedanken und Gehör. Wir hören euch. Wir nehmen uns zu Herzen, was ihr uns sagt. Sei es etwas Nettes oder Gemeines. Lasst uns bitte träumen und unsere Träume in Realität umwandeln. We know that you only want the best for us, but please let us choose our own path and career. Even though you think it might be an impasse. Our brain is not an accessory. We use it when we decide what we want to eat, while taking a math exam, and also while choosing what we want to do with our lives. Yes, our lives. We think before we act. We do not make decisions impulsively, and even if it is our life. So let us choose for ourselves. Ich bin 19 Jahre alt und es tut mir weh. Stellen Sie sich mal vor, wie ein Kind sich fühlen muss, wenn es sowas Absurdes tagtäglich hört. Es macht mich traurig, aber auch wütend. Ist Ihnen bewusst, dass so viele Talente verloren gehen und nicht gefördert werden, aufgrund alten Denkens und Prinzipien unserer Gesellschaft, die heute nicht mehr funktionieren können? Picasso, Mozart, Frida Kahlo, Marilyn Monroe und weitere Berühmtheiten sind aufgrund ihrer Leidenschaft Stars geworden. Nehmen Sie Ihrem Kind und mir von daher nicht unsere Leidenschaft weg. Khalil Gibran sagte einst, deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens sich selbst. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Bitte lassen Sie uns nicht allein, aber versuchen Sie uns bitte auch nicht zu kontrollieren. Lassen Sie uns bitte unsere eigenen Entscheidungen treffen und aus unseren Fehlern lernen. Wie sollen wir sonst über uns hinauswachsen? Wir brauchen Ihre Liebe und Zuwendung, aber wir wollen uns selbst nicht verlieren, um euch glücklich zu machen und von euch akzeptiert zu werden.
Ihr Kind und ich sollten schöne Momente anstatt niedermachende Worte in Erinnerung haben, wenn wir auf unsere Jugend zurückblicken. Ihr Kind und ich möchten uns daran erinnern, wie sie uns motiviert haben, weiterzumachen und nicht aufzugeben, für unsere Träume zu kämpfen. Ich möchte sie nur daran erinnern, dass sie und ich am Ende des Tages nur Menschen mit Gefühlen, Gedanken und Gehör sind. Unser Herz dient nicht als Accessoire, sondern als moralischer Kompass. Just because we say no to your ideology doesn't mean we stopped loving you. Of course we love our parents. You can surely ask us if we need help, but please accept the no. It's not that we are rejecting your help. It's just that we need our space and time to figure it out ourselves. Albert Einstein once said, "We need to understand that in order to make sure that we are able to solve our problems, we cannot solve our problems with the kind of thinking we employed when we came up with them." Ich möchte gemeinsam mit Ihnen, Ihren Kindern und mit unserer Gesellschaft eine neue Welt erschaffen. Eine Welt, die Ihrem Kind und mir eine Chance gibt, unseren Horizont zu erweitern und uns jeden Tag von einem schöneren Morgen träumen lässt. Bitte nehmen Sie sich meine Worte zu Herzen, weil wenn Sie nicht jetzt Ihre Denkweise gegenüber meiner Zukunft und die Ihres Kindes ändern, können Ihr Kind und ich nicht von einem schöneren Morgen träumen. Ich danke Ihnen.